tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Shillock vor. Shillock ist die Weiterentwicklung von Shiggy und die Vorstufe von Turtwig und hat wie diese einen Mono-Wassertyp, wodurch er eine Schwäche gegen Pflanze und Elektro sowie eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Stahl und Eis hat. Auch wenn Shillocks Basiswerte nicht gerade glänzen, so sieht man dennoch eine schöne Tendenz zu den Defensivwerten. Die VV verteilen wir hier voll in KP und Verteidigung, dazu ein lockeres Wesen, um die Verteidigung zu erhöhen und um die Initiative zu senken. Als Fähigkeit nehmen wir hier Regengenuss. Diese heilt Shillock jede Runde um ein 1/16 seiner maximalen KP, wenn es gerade regnet. Im Moveset habe ich auf meinem Shillock Siedewasser, Wasserdüse, Regentanz und Turbodreher. Siedewasser ist Shillocks primärer Stepangriff und hat eine sehr nützliche 30%ige Chance, den Gegner zu verbrennen. Wasserdüse gibt Shillock eine Prio-Attacke. Regentanz lässt es 5 Runden lang regnen, wodurch seine Fähigkeit zum Tragen kommt und seine Wasserattacken außerdem 50% mehr Schaden machen. Turbodreher ist eine nützliche Attacke, um das Feld von Tarnsteinen oder anderen Entry-Hazards zu befreien. Als Item nimmt man hier selbstverständlich den Evolid, um Shillocks Verteidigung auf 426 und seine Spezialverteidigung auf immerhin 295 zu erhöhen. Wenn ihr einen Vergleichswert haben wollt, ein Panzer Aeron hat mit maximaler Verteidigung 414 Punkte. Shillock hält also ordentlich was aus und kann mehr wegtanken, als man es dem Kleinen zutrauen würde. Zudem hat er auch nur zwei Schwächen. Er macht zwar nicht sonderlich viel Schaden, aber dafür ist er schließlich auch gar nicht da. Shillocks Rolle im Kampf ist nämlich primär, physische Attacken vom Gegner abzufangen, Entry Hazards vom Feld zu räumen und den Regen rauszuholen. Wenn man noch dazu kommt, mit Siedewasser irgendjemanden zu verbrennen oder einmal einen stark geschwächten Gegner mit einer Wasserdüse überraschen kann, dann umso besser. Als Teampartner für Shillock eignen sich wunderbar Pokémon mit Starthilfe, Blitzfinger, Voltabsorber und Vegetarier, da diese Shillocks Schwächen abdecken und aus einem gut predicteden Switch in einen Sweep machen können. Ansonsten eignet sich Shillock generell als Teampartner für alles, was eine Schwäche gegen die Steine hat oder gerne im Regen spielt. Das war's jetzt aber schon mal von meinem Shillock. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.